Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin Medium. Ich biete Beratungsvideos an. Diese Beratungsvideos sind anonym. Früher habe ich das mit einem Nickname veröffentlicht. Ich habe einen Namen ausgedacht und mit diesem Namen wurden die Videos veröffentlicht. Vor einigen Tagen habe ich eine Eingebung bekommen, ich soll die Namen empfangen. Das sind nicht meine Empfindungen, sondern ich empfange einen bestimmten Namen und mit diesem medialen Namen veröffentliche Zukunft die Beratungsvideos. Diese Beratungsvideos laufen nicht nur in diesem Kanal, Dendera Susanna Medici, sondern ich habe noch weiteren 4 Kanäle. Also einmal möchte ich bekannt geben, dieser Kanal, Dendera Susanna Medici. Hier laufen die Tageshoroskopen mit Mondmagie. Ich betone den Mondeinfluss, immer ein Halbedelstein dazu. Welche Halbedelstein können wir mit Mondenergie aufladen? Wie entladen wir das alles? Was das alles bedeutet? Dann auch seit paar Tagen gibt neue Aufnahmen und das heißt Dualseelen und Geheimnisse. Hier handelt es sich um Dualseelenprozesse und ich erkläre, welchen Energie kommt wieder hoch von Vergangenheit, welchen Tag wirkt wieder. Und hier handelt es sich um Vergangenheit und wir spüren das auch. Die Energie ist wieder da oder eine bestimmte Person oder die Thema ist wieder da. Es wiederkehrt sich etwas. Und wie gehen wir damit um? Was ist zum Erwarten? Was kommt im nächsten Zukunft? Und handelt sich auch um Geheimnisse des verborgenen Astrologie. Alles, was im Verborgenen liegt, bringe ich ins Licht. Alles, was uns nicht direkt sichtbar ist, sondern das Laufen im Geheimnissen, dann werde ich das beschreiben, was das genau ist und es immer auf den Tag bezogen. Ich habe auch anderen Kanälen wie die orientalisches Liebesorakel. Da gibt es Liebeslegungen, auch Beratungsvideos, auch Traumdeutung, Kaffeesatzlesen, Kristallorakel und kommen in die nächste Zeit noch intensiver oder mehr davon, die Blumen und die Düfte. Dann habe ich nochmal einen Kanal und das heißt venezianisches Liebesorakel. Das sind viele, viele Legungen bezüglich Liebe, Partnerschaft, aber gibt es auch Legesystem und das wurde von mir entwickelt, was die Finanzen betrifft. Und das erkläre ich auch astrologisch und auch die Legung dazu, die Energie des Geldes. Dann habe ich nochmal einen Kanal und das ist die Meisterin des Kartenlegens und dort könnt ihr die Kunst des Kartenlegens erlernen. Dort gibt aber auch Legungen, die große Legung, wohnende Liebeslegung und auch Beratungsvideos. Und da habe ich nochmal einen Kanal, Kabbalah, Engel Orakel. Kabbalah ist die Weisheit der Judentum und ordnet die Engel. Und das beschreibt genau, welche Engel in welchem Lebensbereichen in die Tagen herrscht. Welche Engel können wir zurzeit auch rufen. Und ich beschreibe täglich die Engelenergie. Das kommt zurzeit etwas zu kurz, weil ich einfach zeitlich nicht dazu komme, aber da habe ich auch ein Legesystem und werde ich dort auch viele Legungen machen, gerade was die Energie betrifft, was wir von Engel bekommen. Also es geht mehr um diesen geistigen, spirituellen Ebenen. Nun, diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo und mit einen medialen Name und die mediale Name heißt Lanuia. Liebe Lanuia, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Dein medialer Name ist Lanuia. Ich beschreibe kurz deine Situation.
Du bist berufstätig, du hast auch einen Partner, aber es ist alles in die Schwebe. Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass alles so stabil ist. Wo du aber Themen hast, das ist deine Kindheit und keine schöne Kindheit, wie ich das erfahren habe. Und dazu kommt noch, dass dein Papa in tragischen Umständen ins Leben gekommen ist. Und wir fangen an, oder ich fange an, dein Horoskop zum Deuten. Du bist in Tierkreiszeichen Krebs geboren und du hast auch Aszendent Krebs. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. In diesem Moment, wo du geboren bist und wann du geboren bist, war die Sternenhimmel über dich. Natürlich die Planeten, Sonne, Mond bewegen sie sich. Aber in diesem Augenblick, wo du die erste Atemzug geholt hast, für diesen Augenblick, wie für einen Moment, die Sternen stehen geblieben. Das war wie ein Momentaufnahme über dich. Und dieses Bild ist nichts anderes als die Geburtshoroskop. So standen die Sterne über dich in diesem Moment, wo du geboren bist. Dieser Geburtshoroskop ist ein Schicksalsweg, ein Lebensplan. Und wie kannst du oder wie können wir das verstehen? Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Diese Seele ist unsterblich. Auch wenn wir sterben, die Seele verlässt unseren Körper und kehrt zurück ins Göttliche, kehrt zurück im Himmel. Wenn wir befreit fühlen von unserem Erdenleben, ohne Angst, ohne Zweifel, und wenn wir zurückblicken und können wir dann behaupten, dass wir ein glückliches, erfülltes Leben geführt haben und alle unsere karmischen Taten ausgeglichen haben, dann haben wir befreit von unserem Karma. Vorher geht das nicht. Wenn wir dann Rückblick haben, und das haben wir auch, weil das wird Revue passieren, das ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film und die Seele schaut das nochmal an. Und wenn wir dann sagen, das war ein unerfülltes Leben oder wir haben das Gefühl, es hat sich gar nicht gelohnt zum Leben, wir haben in Wirklichkeit gar nicht gelebt oder wir haben Fehler gemacht. Und wenn wir das versuchen zu verbessern, dann haben wir die Möglichkeit. Dann haben wir die Möglichkeit, das zu verbessern. Das heißt, die Seele kehrt wieder zurück auf die Erde und bekommt einen Plan. Die Seele wählt das selbst aus. Natürlich mit Absprache von dem Göttlichen, ganz klar. Aber wir kennen, unsere Seele kennt diesen Plan und es ist nichts anderes als unserem Schicksal. Es ist kein Zufall, sondern es ist ein Plan. Es ist so geplant, weil für die Seele ist das der ideale Lebensweg, etwas zu lernen, entwickeln, von etwas befreien, loslassen, etwas in Ordnung zu bringen, befreien von Fesseln, dass die Seele frei ist, glücklich, befreit. Diese Leichtigkeit brauchen wir. Und wir kennen diesen Plan. Unsere Seele kennt das und unsere Stimme, unsere Träume geben Signalen. Wenn wir ganz weit weg sind von unserem Lebensweg, dann kann passieren, dass das Krankheit auftritt und die Krankheit ist auch eine Sprache, auch eine Symbolsprache. Schau da genau hin, was dich trifft, da ist etwas nicht in Ordnung. Verbessere etwas in dein Leben. Immer die Themen, was die Krankheit symbolisiert, das haben wir die Themen. Also das ist auch eine Sprache. Aber auch unsere Träume spricht auch, das ist auch eine symbolische Sprache. Und natürlich unserem inneren Stimme, unserem Intuition,
ist die beste Ratgeber. Trotzdem passiert Folgendes. Wir gehen in anderen Richtungen, weil wir beeinflussbar sind, dass wir Ängste haben, dass wir an etwas zweifeln oder treffen wir falsche Entscheidungen. Wir sind oft in Umwegen. Manchmal sind wir in eine Sackgasse und suchen wir einen Ausweg. Das Ziel ist zurück. Zurück immer an diesem goldenen Weg, was geplant ist, was die Seele und das Göttliche, der Schöpfer mit uns vorhat, was geplant ist. Weil das ist der ideale Weg. Und das drückt sich im Geburtshoroskop aus. Die Sterne zeigen diesen Weg. Die Sterne beleuchten unseren Lebensweg schon in diesem Moment, wo wir geboren sind. Und genau diesen Plan erkläre ich astrologisch und dann kannst du das verinnerlichen, was könnte es verbessern in dein Leben. Mit unserem Geburt bleibt unserem Leben nicht stehen, sondern es verändert sich. Wir sind in eine ständige Veränderung und wir machen Schritte. Und astrologisch kann man diese Schritte sehen. Es sind immer Perioden. Und das sind die 7-Jahren-Perioden. Dann vergeht 7 Jahre und kommt eine neue Periode. Das ist immer die Boden, wo wir unsere Schritte machen. Deine jetzige Periode, wo deine Lebenserfahrungen machst, diesem Boden, das ist gerade die Wassermann. Und das ist die Zeit für dich, die Wandlung. Du bist in einem Wandlungsprozess und das erlebst du in Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, deine Ideen umsetzen im Tat. Das Leben ein bisschen spielerischer mit Humor nehmen. Dann brauchst du einen Weitblick. Wie geht das weiter? Nicht beengt fühlen, sondern befreit zu sein. Du brauchst dieses Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das, was du gerade bei diesem Wandlungsprozess zurzeit erlebst. Wenn diese Zeit, und das dauert noch etwa 2-3 Jahre, diese Zeit der Wassermann-Boden, du verlässt mit deinen Lebensschritten, so 2,5 Jahre könnte ich das mal so einschränken, kommst du in die Fischenzeit. Und die Fischenzeit ist die Vertrauen und das Glauben an dir selbst, Glauben an Gott, Glauben an dein Vorhaben und im Vertrauen bleiben, dass alles fließt, alles im Fluss kommt. Das wird dann als nächster Zeitabschnitt, als nächste Periode dann folgen. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Das bedeutet, das war die erste Energie, außer jetzt die Eltern oder im Krankenhaus, Ärzte, also abgesehen von Menschen jetzt, sondern die Energie. Die Energie, was dich empfangen hat im Erdenleben, war die Tierkreiszeichen Krebs. Das war das erste Kleid, was dich energetisch bekleidet hat, wie ein Mantel, wie ein Kostüm. Also das heißt, das war die erste Energie, die Begegnung im Erdenleben. Und damit bist du vertraut, du bist ein Kind davon. Dazu noch, dass du in Tierkreiszeichen Krebs geboren bist, also hast noch einen besonderen Bezug dazu. Du bist kurz nach Sonnenaufgang geboren. Das heißt, in diesem Tag, wo du geboren bist, in diesem Tag war die Sonnenaufgang 4:13. Und du bist geboren 4:20. Das heißt, du bist 7 Minuten nach Sonnenaufgang in diesem Ort
wo du geboren bist, sieben Minuten später geboren. In diesem Zahl 7 hat für dich eine Bedeutung. Die Geduld, dass es alles in 7 Minuten oder 7 Stunden oder 7 Monaten später passiert dann. Also du vorbereitest etwas und du kannst auf diese Zahl verlassen. Das kommt dann später, 7 Tage später oder 7 Monate später. Also dann wird das erst sichtbar sein. Aber das bedeutet noch etwas, die Zahl 7, weil diesem Bereich, wo die Sonne befindet, das ist ein geheimnisvoller Lebensbereich. Das heißt, die Sonne geht auf in Osthorizont, es ist Sonnenaufgang und du bist noch im Mutterleib. Du siehst die Sonne noch nicht. Du erblickst die Sonne erst, mal symbolisch, weil die Neugeborenen sehen das nicht. Aber ich könnte das mal sagen, so 7 Minuten später kommst auf die Welt und wird die Welt dir sichtbar. Also das heißt, wo die Sonne aufgeht, du bist noch im Mutterleib. Es ist nicht nur diese 7 Minuten wichtig, sondern ich betone das immer wieder, die letzten 2 Stunden sind wichtig. Das heißt, vor unserem Geburt, was 2 Stunden vorher passiert, sind wichtige kosmische Einflüsse. Das heißt, hier bekommen wir wichtige Informationen. Entweder ein Abschied oder eine Vorbereitung auf das Erdenleben oder beides. Hier wird noch Anweisungen gegeben. Und wer hier einen Planet oder Sonne, Mond befindet, in diesem Bereich, kurz vor unserem Geburt, dass entweder die Sonne ist wie ein Sonnenaufgang oder andere Planeten steigen in Osthorizont hoch. All das, was 2 Stunden vor unserem Geburt in Osthorizont aufsteigt, hat einen persönlichen Bezug zu uns. Hier wird etwas geflüstert. Das sind die Geheimnisse. Das sind die tiefen Geheimnisse unserer Seele. Und das war bei dir der Fall. Es ist nicht nur die Sonne, was in Osthorizont aufstieg, und du bist aber noch im Mutterleib, sondern auch Jupiter, auch Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten. Diese Planeten steigen in Osthorizont auf, kurz vor deiner Geburt. Und da sind die Geheimnisse verborgen. Und mit dieser kosmischen Energie bist du in die Lage, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Du siehst das, was andere nicht sehen. Du fühlst das, was andere nicht fühlen. Oder es verläuft vieles in dein Leben in Verborgenen, in Geheimnissen. Oder hast du diese Fähigkeit, etwas wahrnehmen, was andere nicht wahrnehmen. Entweder was kommt in die nahe Zukunft oder du schaust hinter geschlossenen Türen. Immer das, was im Verborgenen liegt. Und du suchst es auch. Du bist auf die Suche nach die Verborgenen. Und das sind natürlich diese Einflüsse von Kosmos, das sind die Geheimnisse des Lebens, was dich fasziniert und da kannst du in die Tiefe schauen. Das sind natürlich Talente und Fähigkeiten. Diese Planeten, wo hier in diesem Bereich befinden, haben auch eine Botschaft, wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Weil diese 2 Stunden vor unserem Geburt, was wir astrologisch erkennen können mit diesem geheimnisvollen Bereich der Astrologie, zeigt sich nicht nur karmische Erinnerungen, sondern es zeigt sich auch der Verlauf, die Schwangerschaft. Und wenn hier Planeten sind, dann passiert während der Schwangerschaft etwas. Einflüsse, was die Mutter erlebt hat, aber das sind keine Stimmungen, sondern das sind wirklich starke Eindrücke von Leben.
dass das Mutter die Emotionen, die Gefühle, die Mutter überträgt, das auf das Kind. Das heißt, du bist noch gar nicht geboren und du hast schon die Eindruck, was dem Leben vor sich gibt, wenn deine Mama sich durchsetzen muss im Leben oder eine Krankheit bewältigen oder erlebt irgendwelche Geheimnisse oder hat sie Angst oder zeigt sehr viel Kraft und Mut. Wenn das bei der Mutter stark ausgeprägt ist, dann kriegst du was mit vom Leben, obwohl du bist noch gar nicht geboren. Aber du lernst schon im Mutterleib einiges, weil die Mutter überträgt auf das Kind die Eindrücke, die Gefühle, auch Ängste. Aber es muss nichts immer Negatives sein. Also auch die Begeisterung oder die Liebe oder die Begeisterung von etwas oder Gottesglauben. Also das kann auch was Positives bedeuten. Etwas, was die Mutter sehr stark spürt während der Schwangerschaft und intensiv spürt während der Schwangerschaft, das wird auf die Babys, auf diesem noch nicht Geborenen natürlich übertragen. Und so ist bei dir das auch. Das heißt, Mars und Venus, natürlich Mann und Frau, die Partnerschaft, auch die Liebepartnerschaft, sie hat Themen gehabt in ihren Partnerschaft während der Schwangerschaft. Das heißt, es war nicht stabil, sondern sie hat einfach die Stabilität verloren während der Schwangerschaft, auch das Vertrauen. Es war alles im Schwebe. Sie wusste nicht, was kommt dann, wenn du geboren bist. Bleibt dein Papa bei euch oder er hat vielleicht geheime Affäre. Und es zeigt in diese Richtung, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall war, dass dein Papa fremdgegangen ist, aber deine Mutter hat Angst davon gehabt. Das sind die Emotionen von deiner Mama. Angst, dass er fremd geht. Angst, dass er eine andere Frau findet. Angst, dass mit anderen Frauen kommuniziert. Alles ist im Zwilling, also Kommunikation. Und diese Emotionen hat auf dich übertragen und du bist noch gar nicht geboren, du warst noch gar nicht geboren und hast du schon erkannt diese Art von Gefühlen und das trägst du diesen tiefen Gefühlszustand, was gar nicht deins ist, sondern das kam von deiner Mama. Und natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit oder sich umsetzen um die Gerechtigkeit, das ist das Jupiter und auch in Verbindung zum Sonne. Jupiter steht mit Sonne in Verbindung in diesem Verborgenen. Das heißt, deine Mama ist misstrauisch. Deine Mama vermutet, dass dein Vater mit anderen Frauen kommuniziert. Sie will die Wahrheit, das ist die Sonne, und auch die Gerechtigkeit, das ist die Jupiter. Und dieser ständige Zweifel daran, das, was in ihren Emotionen ist während der Schwangerschaft, schon die ersten Monate, die Misstrauen und kurz vor der Geburt, dann kommt die Jupiter- und Sonne-Energie im 7. Schwangerschaftsmonat. Im 7. Schwangerschaftsmonat entweder erfährt sie die Wahrheit oder die verlangt die Wahrheit. Sie will wissen, was los ist. Und diese Emotionen hast du erlebt während dieser Schwangerschaftsmonaten. Und das ist einerseits dein Talent, weil du hast diese tiefe Erkenntnisse. Alles, was noch im Verborgenen liegt, besonders die Wahrheit oder was die Liebe, Partnerschaft betrifft, auch vielleicht ein gewisses Misstrauen. Du hast diese Art von Gefühlen von deiner Mama übernommen, aber du hast die Talent, du bist etwas vorsichtig oder du schaust genau hin. Also du erkennst oder ahnst, dein Gefühl sagt, wenn was nicht stimmt. Und du ahnst es auch, wenn etwas ungerecht läuft, weil du hast diese Feingefühl dazu. Also das sind diese verborgenen Planeten und die Sonne dazu. Das liegt alles in diesem geheimnisvollen Bereich.
Der Vorteil ist für diese Energie, dass du talentiert bist. Erstes Mal, dass du die Geheimnisse erkennst, dass du in die Tiefe schaust, dass du ahnst, was kommt. Du hast dieses Feingefühl, was alles verläuft. Und du spürst besonders in der Liebe, Partnerschaft, wenn etwas nicht stimmt. Das sind deine Fähigkeiten. Ich könnte auch sagen, das ist deine Feinfühligkeit oder deine mediale Fähigkeiten oder dein Talent in Tiefpsychologie und das tiefes Wissen. Jupiter ist auch der Weisheit und natürlich die Sonne auch die Klarheit darüber. Und du suchst das im Verborgenen, all das, was viele nicht sehen. Du siehst da, da ist dein Augen offen. Aber es hat eine Schattenseite und bedeutet, dass diese Kräfte stehen im Schatten. Das ist die Jupiter, dass du das Gefühl hast im Leben, du bist ungerecht behandelt, du bist immer in die Schattenseite gestellt und fühlst du dich als ungerecht behandelt. Die Sonne natürlich auch in die Schattenseite, wobei ein Krebsgeborener kommt damit klar. Ein Krebsgeborener ist vertraut, auch mal das Rückzug. Ein Krebsgeborener möchte nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Also damit kommst du sehr gut klar. Aber es gibt manchmal Situationen, wo du auch wünschst, mal wahrgenommen zu werden. Weil wenn das ständig der Fall ist, dass du übersehen wirst, das verletzt dich, das kränkt dich. Also es ist wichtig, dein Selbst mal ins Licht zu bringen, dich mal präsentieren, mal dich in den Mittelpunkt stellen. Es entspricht nicht unbedingt deiner Natur, aber das tut dir immer wieder mal gut. Und natürlich in die Liebe, Partnerschaft, die Misstrauen, was könnte laufen, das ist nicht einmal das Fremdgehen, sondern die Kommunikation, die Zwilling, Kommunikation mit anderen Frauen, die Kontakte mit anderen Frauen, das stört dich, weil das hast du im Mutterleib erlebt, das hat deine Mama gestört. Und dieses Gefühl kennst du und da bist du bisher misstrauisch. Was ist dann, wenn er mit anderen Frauen kontaktiert oder trifft und dann entsteht schon Misstrauen und du verlierst dann die innere Ruhe. Auch wenn das vielleicht unbegründet ist, aber dein Gefühl sagt es. Oder wenn er wirklich dann mit anderen Frauen kontaktiert, du hast dieses Feingefühl, du spürst es sofort, wenn er mit anderen vielleicht die Kontakt aufgenommen hat. Hier geht es um Kontakten und Kommunikation, nicht unbedingt um Fremdgehen. Dann ist wichtig, dein Vaterbild zu erklären. Der Vater liegt im Verborgenen. Sonne symbolisiert der Vater. Und hier im Schattenseite ist der Vater mal da, mal nicht da. Wie im Verborgenen. Und so hast auch die Kindheit erlebt. Er hat verabschiedet, dann war er nicht mehr da. Und ich würde noch etwas beleuchten. Immer, wenn wir von etwas Angst haben, das trifft auch ein. Das bedeutet nicht, dass einmal oder ab und zu wir diese Angst verspüren, sondern wenn wir in diesem permanenten Angst leben, irgendwann lenken wir die ganze Aufmerksamkeit in diese Richtung und das trifft irgendwann auch ein. Wenn jemand ständig Angst hat, betrogen zu werden, und das ist nicht nur eine Stimmung, sondern jeden Morgen steht jemand auf mit diesem Gefühl. Ich habe Angst, dass irgendwann ich werde betrogen. Dann geht die ganze Aufmerksamkeit in diese Richtung. Die Energie wird in diese Richtung gelenkt. Und die Energie verdichtet sich und manifestiert sich. Und wird dann Wahrheit. Das heißt, es ist vorprogrammiert dann in dem Moment, wo wir immer in eine Richtung, immer dasselbe Richtung unserem Gedanken lenken und wir fühlen das auch.
Angst davon zu haben. Und Angst ist ein Gefühl, das heißt, die Energie verdichtet sich, das wird Realität und tatsächlich eines Tages trifft das ein, dass dieser Betrug dann auch kommt. Wenn ich die Schwangerschaft Monaten betrachte, deine Mama hat während die Schwangerschaft Monaten immer das Gefühl gehabt hat, dein Vater kommuniziert mit anderen Frauen. Mars und Venus hier im Verborgenen, im Zwilling. Dass er Kontakte mit anderen Frauen hat. Dass du das im Mutterleib so stark gefühlt hast, es ist nicht eine einmalige Stimmung, sondern dieses Gefühl hat deine Mama immer wieder begleitet. Das heißt, sie hat immer wieder während der Schwangerschaft schon, vielleicht vorher auch, vielleicht auch später, aber dein Horoskop zeigt an, auf alle Fälle während der Schwangerschaft hat sie ständig dieses Gefühl gehabt oder dieses Misstrauen. Deine Mutter hat dein Vater nicht traut. Ob das jetzt gestimmt hat oder nicht gestimmt hat, das will ich gar nicht sagen, aber die Gefühl war von ihrer Seite da so massiv, dass du im Mutterleib das mitgekriegt hast. Und was passierte? Diese ständige Gedanken, er trifft mit anderen Frauen, er kommuniziert mit anderen Frauen, wir werden enttäuscht, das ist so ungerecht. Das sind die permanente Gedankenmuster von deiner Mutter, was du im Mutterleib ganz massiv erlebt hast. Du hast es gespürt oder übernommen, ihre Gefühle. Was passierte tatsächlich? Das trifft ein. Ich möchte nicht sagen, dass deine Mutter schuldig daran ist. Ich möchte nur sagen, was das auslösen kann. Es wurde Realität. Das, wovon sie ständig Angst gehabt hat, dass er mit anderen Frauen kommuniziert, die hat das projiziert auf deinen Vater. Und das wurde Realität. Das heißt, dein Vater hat jemanden kennengelernt oder noch eine Frau kennengelernt. Auf jeden Fall hat euch verlassen. Und es wurde schon im Schwangerschaftszeit bei deiner Mutter spürbar. Die Ängste waren damals schon da. Also es passierte das. Es passierte das, dass er wirklich euch verlassen hat, was deine Mama vorher gespürt hat, oder die Angst war so stark, dass sie in diese Richtung ihre ganze Energie gelenkt hat, so lange, bis dann das wirklich eingetroffen hat. Quasi das, sie hat das vorbestellt. Sie hat das mit diesen Gedanken und Gefühlen eigentlich vorprogrammiert und vorbestellt. Das ist eingetroffen. Natürlich fühlte sich ungerecht behandelt und kam diese Enttäuschung. Wer war aber wirklich enttäuscht von dieser Situation? Dein Vater war enttäuscht, nicht sie. Sie könnte dann sagen, oh, das Leben ist so ungerecht und der Vater hat uns alle verlassen. Ich könnte sogar vorstellen, dass sie das auch noch sogar genießen könnte, weil dann jeder um sie gekümmert hat, die arme, verlassene Frau, wo jetzt alleine mit den Kindern ist und hat überall Streicheleinheiten bekommen. Ich könnte durchaus vorstellen, dass das so passierte bei ihr. Aber was hat das bei deinem Vater ausgelöst? Die Enttäuschung über das Leben, nicht so leben, wie er das wirklich wollte. Die Enttäuschung kam von Vater. Also er war enttäuscht. Er war enttäuscht von Leben. Warum war er enttäuscht von dem Leben? Weil deine Mutter hat ihn gar nicht vertraut. Versuch mal, die Rollen zu verstehen. Die sind zusammen, die sind verheiratet. Deine Mama ist schwanger. Sie traut ihn nicht. Sie traut ihn nicht und ständig ist sie misstrauisch. Er könnte mit anderen Frauen kommunizieren und treffen. Das ist das Thema Nummer 1. Das zeigt,
in dein Horoskop, wie die Schwangerschaft verläuft. Das ist die Thema Nummer 1, was deine Mutter dann natürlich auf ihn projiziert. Vielleicht hat er das gar nicht vorgehabt, aber das war so massiv, wo er dann zum Schluss gesagt hat, ja, wenn du meinst, dann ist halt so. Ich höre nichts anderes, du traust mir überhaupt nicht. Also wenn du meinst, ich habe wirklich jemand, dann habe ich wirklich jemand. Die Enttäuschung war nicht bei deiner Mama, weil die könnte dann sagen, sieht euch alle, ich habe immer gesagt, er geht fremd. Ich habe immer gesagt, er hat Frauen und jetzt hat uns alle im Stich gelassen. Dann bekommt sie Aufmerksamkeit, sie bekommt Streicheleinheiten und dein Vater ist dazu getrieben, dass er das nicht mehr, diese Missvertrauen, aushalten kann und sucht wirklich eine andere Frau. Was passierte? Glücklich war er nicht. Wo hat das geendet? Du hast mir die Geschichte geschrieben. Und das zeigt auch, dass für deinen Vater war nicht die Befreiung, das glücklich zu sein, die Entscheidung, mit einer anderen Frau glücklich zu sein, sondern er hat den Druck nicht ausgehalten. Und er lebte ein Leben, was er gar nicht leben wollte, weil er wollte eigentlich bei den Kindern sein. Er wollte bei dir sein. Und er könnte nie für dich da sein. Und da entsteht von euch beide eine Art Enttäuschung. Du bist von deinem Vater enttäuscht, weil du fühlst du dich verlassen. Und er war enttäuscht von das Leben, weil er könnte nicht bei dir sein. Du warst nicht glücklich, er war nicht glücklich. Wo sich glücklich gefühlt hat, deine Mama, weil dann könnte diese Opferrolle spielen. Ich bin die arme, verlassene Frau mit Kindern. Also jetzt lassen wir deine Mama mal auf die Seite, sondern wir beleuchten dich und deinen Vater. Das heißt, er hat die Entscheidung getroffen, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Und hat immer Schuldgefühl gehabt, dich alleine zu lassen. Und du warst auch in deiner Kindheit traurig, weil du hast wirklich das vermittelt bekommen, der Vater hat uns verlassen. Bis er mal das gar nicht ausgehalten hat und hat von das Leben verabschiedet. Und das hat auch eine Bedeutung, weil seine Seele ist immer noch da. Du hast ihn gar nicht verloren. Wir verlieren nichts. Es geht im Universum nichts verloren. Es wandelt sich, aber verloren geht nichts. Das heißt, die Seele ist immer da. Die Seele ist für dich da, seine Seele, und beschützt dich. Glaube fest daran, dass dein Vater ist für dich, könnte ich sagen, wie ein Schutzengel und schaut nach dir, dass du glücklich bist, weil ihr habt eine sehr schöne, innige Verbindung zueinander. Also versuch dein Vaterbild verändern, anderes über ihn zu denken und verstehen, warum hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat, dass er seine Rechte bekommt. Ich möchte ihn nicht im Schutz nehmen, sondern erklären, was bei ihm das ausgelöst hat alles und dass du über ihn anderes denken sollst und dieses Feindbild, der Vater, der uns alle im Stich gelassen hat, dass dieses Bild du verabschieden sollst und du als Kind seine Tochter eine ganz schöne, innige Verbindung zu ihm aufbauen kannst, weil dein Vater ist dein Glück. Du hast eine sehr schöne Sonne, sehr schön bestrahlte Sonne und Sonne symbolisiert der Vater, steht auch in die Nähe von Aszendent, das heißt, er war von deiner Geburt an und immer noch ganz nah bei dir. Jetzt ist unsichtbar, die Sonne ist auch im Schattenseite, also das ist für dich jetzt mal unsichtbar, aber
vertraue diese Bild zu ihm zum Pflegen, dass er immer noch diese Verbindung ist zu dir, seine Seele und deine Seele sind eine sehr schöne harmonische Verbindung und versuch dein Vaterbild im Positiven zu verändern. Diese ganze Schwangerschaftszeit prägt dich. Natürlich muss ich das betonen, weil das zieht sich bei dir wie eine rote Faden. Eigentlich dieses Gefühl, Angst vom Verlassen zu werden, Angst, dass er euch alleine lässt, dass er mit anderen Frauen kontaktiert, das sind natürlich die Ängste, was deine Mutter an dir übertragen hat. Und wirklich, dass das so passierte, dass er dann euch verlassen hat, da hast du eine Wunde. Und diese Wunde zeigt Chiron. Chiron ist ein Kleinplanet im Himmel, befindet sich zwischen Saturn und Uranus. Das ist nichts anderes als die Kentaur, was man kennt von Tierkreiszeichen Schütze, diese halb Pferd und halb Mensch. Dieser Chiron ist der Heiler, der himmlische Heiler. Da ist sie berühmt. Und im Horoskop zeigt immer an, was uns weh tut. Und dir tut weh dein Vater, dass er euch verlassen hat. Und das natürlich überträgt dann auf dem Männerbild. Du hast immer Angst, von Beziehung oder vom Mann verlassen zu werden. Oder Angst, dass mit anderen Frauen kontaktiert. Oder vergleichst du dich sogar damit. Und da ist Chiron auch rückläufig. Das heißt, hier geht es auch nicht nur um deine Kindheit, sondern hier geht es auch um karmischen Thema. Das heißt, du sowas hast du auch im alten Karma auch erlebt und du sollst von diesem alten Karma befreien. Thema ist die Vaterbild, der Bild, was die Männer betrifft, die Angst von Beziehung, Angst verlassen zu werden, Angst, dass anderen Frauen besser sind als du. Also du vergleichst dich auch damit. Und natürlich, das ist der Punkt, was weh tut. Chiron zeigt an, wo uns schmerzt, aber bringt auch Heilung. Chiron ist der große Heiler, die Befreier von diesem Wunde. Und diese Wunde kommt von Kindheit, aber von alten Karma. Die Aufgabe ist, die Vaterbild bereinigen, ein anderen Vaterbild zum Sehen. Und diese Missvertrauen ist nicht deinen Gefühlen, das sind deine Mutter, also Gefühlen von deiner Mutter und wurde natürlich übertragen während die Schwangerschaft. Verabschiede von diesen Gefühlen. Dein Leben hat nichts zu tun mit dem Leben und Ängste von deiner Mutter, sondern dein Leben ist einzigartig und befreie von diesen Gefühlen. Und das ist auch die Lernaufgabe, weil Saturn, der Planet des Schicksals, steht mit Chiron in Verbindung. Also Saturn zeigt an, hier hast du eine karmische Lernaufgabe. Wenn das bearbeitet hast, hast keine Schwierigkeiten im Leben, keine, weil es ist ein sehr schönes Horoskop, sehr, sehr schön, sehr viel Glück, sehr viel Harmonie, aber hier hast du einen Wundepunkt. Und die Gefühle hast gespürt während der Schwangerschaft, es wurde dir dann übertragen. Dann auch, was deine Mama immer betont hat, wovon sie Angst gehabt hat, nicht du. Sie hat davon Angst gehabt, verlassen zu werden, hat wirklich eingetroffen. Dein Vater war das nicht die Befreiung, sondern der Leid, ohne dich zu sein. Du hast beengt gefühlt, er hat sich beengt gefühlt. Er war nie diese innige Verbindung da. Jetzt, wo er nicht mehr im Leben ist, hat die Möglichkeiten, seine Seele hat sich befreit von diesem Erdenleben. Seine Seele ist befreit und jetzt kann nach dir schauen. Jetzt kannst du eine wunderbare Verbindung mit ihm im Gedanken und im Liebe mit ihm zu verbinden. Die Gedanken haben keine Grenzen. Die Liebe hat keine Grenzen.
Du hast jederzeit an ihm denken mit voller Liebe und so, du wirst seine Energie spüren. Und dann kommt das Vertrauen, was er nicht geben könnte in deine Kindheit, das wird jetzt in dein Leben gegeben. Und wenn du diese Vertrauen hast, und ich kann das astrologisch als sehr schön beschreiben, weil du hast wirklich einen ganz starken Vater, wo hinter dir steht, von deiner Geburt an hinter dir steht, aber er könnte das einfach nicht leben. Und jetzt die Grenzen, wirklich, er ist im Himmel, du bist auf die Erde, aber eure Seelen sind wunderbar miteinander verbunden und das ist jetzt nicht mehr beschränkt, nicht mehr eingegrenzt, so dass ihr jetzt wirklich eine schöne Verbindung zueinander im Gedanken, in die Liebe aufbauen könnt, was dich stärkt in dein Leben, weil mit deinem Vater hast du eigentlich Glück. Ich möchte jetzt nicht deine Mutter anderes darstellen, du sollst auch zu deiner Mama eine schöne Bild pflegen. Das sind auch ihre Ängste. Vielleicht kann sie gar nichts dafür, dass sie misstrauisch war, dass sie Ängste gehabt hat. Also sollst auch an deiner Mama Verständnis zeigen, wenn sie unsicher war oder Ängste. Du weißt gar nicht, was bei ihr das ausgelöst hat. Aber ich möchte deinen Vater hier mal ins Licht zu bringen, dass du ein anderen Vaterbild bekommst, als das wirklich als Kind erlebt hast und dass da ein anderen Bild, nicht nur Bild, sondern andere Energie und andere Liebe entwickelst zu deinem Vater. Weil das, was dich stärkt, das ist deine Sonne. Und dann fühlst du dich beschützt, dann fühlst du dich sicher. Dann ist jemand da und er steht hinter deinem Rücken. Und der Vaterbild und die Kindheit, alles, was wir erlebt haben in die Familie, prägt auch die Beziehung. Weil die Vaterbild natürlich überträgt sich dann auf die Beziehung, wie wir die Männer sehen. Das zieht sich wie roter Faden. Und wenn wir Frauen Vaterprobleme haben, haben wir immer Probleme in die Partnerschaft. Das zieht sich wie roter Faden. Und solange bis wir die Vaterthematik, falls das vorhanden ist, es gibt natürlich Horoskope, wo das sehr harmonisch ist, aber wo Vaterthemen sind. Und bei dir ist die Täuschung, weil du hast eine sehr schöne Vaterverbindung, aber das wurde anderes vermittelt. Du hast ein falsches Bild von deinem Vater, ganz einfach. Und du sollst deinen Blick verändern, ihn anderes wahrnehmen, anderes sehen und anderes ihm gegenüber fühlen, dann hast du sofort die Verbindung da. Und natürlich, dieses falsche Bild von deinem Vater trägt sich auch in Beziehungen. Du hast immer ein falsches Bild auf die Männer. Vielleicht bist du misstrauisch oder zweifelst daran oder hast Angst, wieder verlassen zu werden. Aber wenn dein Vaterbild richtig ist, dann bekommst du in die Beziehung auch das Vertrauen für die Männer. Weil energetisch hängt es zusammen. Das ist die männliche Energie. Und die männliche Energie ist bei dir sehr schön. Und somit ist dann natürlich, bringt die Glück in die Liebe Partnerschaft. Also hier brauchst du die Heilung und das zeigt Chiron, dieser Kleinplanet, was Heilung bringt. Und mit Verbindung zum Saturn ist nicht nur die Heilung wichtig, erstmal sehen, wo das weh tut. Und wenn wir das wissen, die Ursache, dann kann erst Heilung kommen. Und Saturn sagt, hier hast du eine karmische Lernaufgabe, weil das hast du im früheren Leben nicht geschafft. Also dieses Leben ist dafür da, diesen Prozess jetzt durchzumachen und von diesem falschen Vaterbild befreien und Vertrauen auf dein Leben, Vertrauen an dir selbst, Sonne symbolisiert auch selbst, und Vertrauen die Männer, das männliche Energie. Du lebst natürlich sehr stark die kardinale Krebsenergie. Kardinal bedeutet bestimmend. Das heißt, in Wasserelement, und dazu gehört Krebs, dazu gehört Skorpion und dazu gehört die Fische. Die drei Tierkreiszeichen vertreten die Wasserelement. Und von diesen drei
ist der Krebs der Kardinale, das heißt, der Krebs beherrscht die Wasserelement, dominiert die Wasserelement. Und die Krebsenergie ist natürlich bei dir sehr stark ausgeprägt, weil du bist in Tierkreiszeichen Krebs geboren. Jupiter vergrößert auch diese Energie, das ist die innere Sonne. Also du hast nochmal eine Sonne in deinem Inneren, das ist auch Krebs. Und du hast noch auch die Aszendent als Krebs. Du bist sehr stark krebsbetont. Was ist diese kardinale Krebsenergie bei dir? Diese Krebsenergie ist wie eine Wasserquelle und diese Wasser sprudelt. Bei Wasserelement handelt es sich um Gefühlen. Das heißt, die Krebsgeborenen zeigen Gefühlen. Die sind dafür offen. Dieses Gefühl sprudelt. Aber sie haben auch die Erwartung, dass es angenommen wird und kommt Gefühl zurück, eine Bestätigung. Und wenn dieses Gefühl gebraucht werden oder wenn das gelebt wird, dann kommt das in Harmonie und es sprudelt und sprudelt und sprudelt. Aber wenn da nichts zurückkommt, das ist wie diese Wasserquelle, was hochkommt, sucht ein Flussbett und wenn das nicht kanalisierbar ist, weil die andere nimmt das nicht wahr oder kommt eine Ablehnung oder kommt kein Gefühl zurück, dann zieht sich das alles zurück und das ist wie eine ausgetrocknete Quelle und wartet drauf, wieder belebt zu werden, wenn da wieder dieses Vertrauen da ist, dass diese Wasserquelle wieder das Wasser sprudelt. Und solange bis das so wie ausgetrocknet anfühlt, weil man gar nichts traut, Gefühlen zu zeigen, weil man hat das Gefühl, das kommt gar nicht an, kommt nichts zurück, also das zieht sich die Energie zurück, die Gefühle ziehen sich zurück, das fühlt sich an wie eine ausgetrocknete Brunnen. Trotzdem ist die Gefühle da, wo wird das kanalisiert, wenn nach außen nicht geht, wird nach innen kanalisiert und entstehen dann Fantasiebilder, Träume, Sehnsüchte. Sehnsüchte, was nicht gelebt wird. Und diese Krebsenergie, dieser Brunnen, diese Wasserquelle wartet aber immer drauf, wie ein Dornröschenschlaf wieder erweckt zu werden, dass man eine Richtung findet, wo man Gefühle zeigen kann, wo das auch angenommen wird. Dann fühlen sie die Krebsgeborenen gebraucht und so kommt es wieder im Fluss. Dann noch etwas Wichtiges. Also du hast die Sonne im Krebs, du hast auch Aszendent Krebs, Mond im Fischen und Neptun in Skorpion. Du hast viele, viele Planeten in Wasserelement. Das heißt, du nimmst die, das Welt mit Gefühlen wahr. Du hast diese Eindrücke, wie fühlt sich das an, wo kann ich Gefühle zeigen, wo ist besser mich zurückziehen. Du hast deine Wahrnehmung, ist durch Gefühle. Natürlich kommt bei dir auch ein bisschen Erdeelement dazu, ein wenig Feuerelement, all das, was dich begeistert, bist aktiv, möchtest etwas realisieren und die Gefühle dominieren. Was bei dir fehlt, das ist die Luftelement, die Leichtigkeit, die Ideen, das Spielerische, die Ideen umsetzen im Tat, aber mit Leichtigkeit, mit Luft, mit Leichtigkeit. Du hast zwar zwei Planeten im Zwillingen und die Zwillingen symbolisieren die Luftelement, das ist die Mars und Venus, das heißt die Liebe. Mars und Venus ist die Liebesplanet. Venus ist das Weibliche, Mars ist das Männliche und das sind die beiden Liebesplaneten. Das heißt, die Liebe, die Partnerschaft gibt dir die Luft, gibt dir den Atem, befreit dich. Aber
dieser Zwilling und auch Mars und Venus ist im Schattenseite, in diesem verborgenen Bereich, was ich erklärt habe, wartet darauf, befreit zu werden. Wenn du dein Vaterbild bereinigt hast, wenn du diese Wunde, eine Heilung bringst und verlierst die Zweifel und Angst von Beziehung und hörst auf, dich mit anderen Frauen vergleichen oder unsicher sein, das könnte vielleicht passieren, dass der Mann mit anderen Frauen kommuniziert, wenn du das überspringen kannst und verstehst, das ist gar nicht ursprünglich deine Gefühle, sondern das ist die Gefühle von deiner Mama, aber du kennst es, weil du hast das im Mutterleib angeeignet, sondern du kannst davon befreien, verabschieden. In dem Moment fühlst du dich sofort frei, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Und wenn der Mann kommt, und es wird kommen, oder die jetzige Partner kommt die Stabilität und kommt in eine feste Beziehung oder zu einer Ehe. Die Ehe wird dich befreien. Dann lebst du dein Selbst. Jetzt schauen wir an, welchen Sternen haben einen Einfluss auf dein Horoskop, welchen Sternen beeinflussen auch von deinem Leben. Weil es sind nicht nur Sonne, Mond und die Planeten, sondern die Sternen haben auch Einflüsse. Dein Sonne, das symbolisiert dein Vater, das symbolisiert dein Bewusstsein, dein Selbstbewusstsein. Dein Selbst ist zwar in dieser Schattenseite, das ist wie wirklich wie im Mutterleib und wartet drauf, befreit zu sein, geboren werden. Das wäre für dich wie eine zweite Geburt. Diese Sonne wird bestrahlt von Canopus. Und diesem Canopus, diesem Stern Canopus, befindet sich im Sternbild Argo. Dieser Sternbild Argo ist ein Schiff. Das Schiff Argo, ein ganz, ganz großes Sternbild im Himmel, die Schiff Argo. Und mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, das goldene Fell der Widder zu holen. Und dieser Canopus ist nichts anderes als der Ruder des Schiffes. Der Ruder des Schiffes. Die Bedeutung dieser Sterne, Canopus, heißt reisen, viel auf die Reise gehen. Natürlich, dieses Schiff ist auch ständig auf dem Reisen. Das ist auch das innere Reisen, auch dieses uraltes Wissen in die Tiefe schauen. Und du hast dieses geheimnisvolles Wissen in dir. Und dieser Stern Canopus, das erzählt die Geschichte von den Argonauten, hat die Name bekommen von Canopus. Und Canopus war die Oberbefehlhaber des Schiffes. Später starb in Ägypten. Vielleicht hat ein Ägypten auch für dich eine besondere Bedeutung, deswegen habe ich das auch mal so aufgeschrieben. Indien wird diesem Stern Canopus als Agastya genannt. Und Agastya ist in der indischen Mythologie die Weise, der Weise, der Weise. Und man sagt, dass diese Weise ist nichts anderes als Reiniger der Wasser. Und das ist der Einfluss auf die Sonne, Reiniger der Wasser. Hier handelt es sich um dein Vaterbild. Bereinige dein Vaterbild mit Wasser, mit Gefühlen, dass du diese Liebe spürst zu deinem Vater und seine Liebe spürst an dir. Aber ich möchte noch diesem Schiff Argo und die Argonauten auch nochmal erklären, um was geht das eigentlich. Es gab ein Widder und dieser Widder hatte einen goldenen Fell. Und dieser Widder landete in einem Zauberwald und wurde dieser goldenen Fell versteckt in diesem Zauberwald. Und hier herrschte
in diesem Zauberwald eine Drache bewachte, nicht fährte, sondern bewachte. Der Drache bewachte die Zauberwald. Und die Argonauten sind mit diesem Schiff Argo dorthin gefahren, diese goldenen Fell zum Holen. Natürlich war die Drache da, aber da haben sie auch Möglichkeiten gefunden, dass die Drache eine Schlaftablette bekommen hat und eingeschlafen. Und so könnten die Argonauten diesem goldenen Fell wieder von die Zauberwald holen. All das hat eine symbolische Bedeutung. Die Drache symbolisiert die Karma. In indischer Astrologie heißt es auch, die absteigende Mondknoten ist die alte Karma, die aufsteigende Mondknoten zeigt unsere neue karmische Lernaufgabe, unsere neue Richtung, was wir erlernen. Und bei den Inder heißt es Rahu und Ketu, und es ist nichts anderes als der Drachenkopf und die Drachenschwanz. Das heißt, die Drache hat überall, nicht nur bei der indischen Astrologie, sondern bei anderen Völkern auch die Drache symbolisiert die Karma. Und wenn hier in diesem Zauberwald, dass die Drache hütet diese goldenen Fell, hier müssen wir die Karma besiegen, damit wir diese goldenen Fell befreien oder holen von diesem Zauberwald. Hier geht es auch symbolisch um karmische Themen. Und was ist diese goldenen Felder wieder? Die Tierkreiszeichen wieder symbolisiert immer den Neuanfang. Und bei Neuanfang brauchen wir die Energie. Bei jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Das hat wunderschön Hermann Hesse beschrieben mit seinem Gedicht. Und so ist es auch. Bei jedem Neuanfang wohnt eine Zauber inne. Das ist das Zauberwald. Wenn wir hier karmische Themen haben, weil wir karmisch belastet sind oder Ängste haben, natürlich können wir die goldenen Fell nicht holen. Also wir müssen diese Drache, wie diese Geschichte erzählt hat, mal einschlafen lassen, damit wir die goldenen Fell holen können. Was ist diese goldenen Fell? Das ist unsere Ausstrahlung, unsere Aura. Das muss Gold leuchten. Das heißt, wir Menschen haben ein Energiefeld und das ist dieses Feld der Widder. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren, das ist unserem Denken und unserem Fühlen. So entsteht die Energiefeld. Und dieses Energiefeld, was wir auch Aura nennen, schützt uns, aber hat nochmal eine Funktion und es erzählt die hermetischen Gesetze. Das ist ein Gesetz. All das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Wenn wir ständig Angst haben, wenn wir etwas zweifeln, dann ziehen wir Probleme an. Wenn wir mit Problemen beschäftigen, dann ziehen wir Probleme an. Die Energie fällt, die Frequenz sinkt, die Farbe ist grau. Und wir sollen die Farbe, die Energiefeld, die Frequenz verändern, dass das eine goldene Farbe hat. Und das können wir nur, wenn wir anfangen, positiv denken und angstfrei leben. Das mal grob gesagt, aber damit ändert sich automatisch unserem Energiefeld. Die Frequenz steigt, die Energiefeld dehnt sich aus. Das hat eine Farbe wie die Sonne, leuchtet wie Gold. Dann haben wir die goldenen Felder wieder. Und warum bei Neuanfang? Weil das ist wichtig, der erste Schritt, mit welchem Energie wir etwas starten. Also gehört schon zu Tierkreiszeichen wieder. Und diesem Energiefeld, diese goldenen Felder wiederholen die Argonauten. Die holen das zurück von die Zauberwald, was die Drache hütet, was nichts anderes ist. Die Karma kann das blockieren. Also die Karma bewältigen und dann können wir natürlich zu uns selbst stehen, haben wir diese Ausstrahlung und wir holen das alles wieder zurück. Und das ist diese Reise,
Das ist die Schiff Argo. Und deine Sonne wird bestrahlt von Canopus und das ist die Ruder der Argo. Das heißt, nimm die Zügel selbst in Hand und bewege dieses Schiff in dein Lebensozean. Fahre zu diesem Zauberwald. Überwinde die Ängste, die Zweifel, was von alten Karma noch da ist und hol diese Fell der wieder. Und nütze das bei jedem Neuanfang in dein Leben, dass du diese Energie bist, die Vertrauen, die Ausstrahlung, das Positivdenken. Und startest etwas Neues immer ohne Angst. Dein Aszendent ist der Moment, die Geburt. Die Tierkreiszeichen Krebs steigt in Osthorizont auf, also hat begrüßt in dein Erdenleben. Und dieser Moment, wo die Krebs aufstieg in Osthorizont, in diesem Moment, dieser Punkt, wurde auch bestrahlt von einem Stern. Propus heißt diesen Stern. Propus ist die vordere Fuß der Zwillinge. Wirkt in diesem Bereich Krebs, weil die Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen. Also achte auf deine Schritte. Und dieser Propus bedeutet einen veränderlichen Stern. Das heißt, verändere deine Schritte im Leben. Das bedeutet, wenn du etwas vorhast, dann achte auf deine Ausstrahlung. Sei selbstbewusst. Hol diese goldenen Felder wieder. Nimm die Zügel selbst in Hand. Und wenn die Einflüsse von außen kommen, sei flexibel und verändere deine Schritte so, dass du in die richtige Richtung bewegst. Und das Gefühl hast du. Das ist Krebs, das geht um Gefühle. Du bist 5 Tage nach Vollmond geboren. Und du bist geboren in eine abnehmende Mondphase. Und diese Mondenergie 5 Tage nach Vollmond ist ein Energiefeld, wo die schöpferische Kraft liegt. Hat eine Bedeutung für Reisen. Du bist sehr geschichtlich und klug. Und du setzt alles in Bewegung. Das heißt, hier gehe ich ein bisschen in die indische Astrologie ein, wenn ich mit Mondenergie spreche und mit Mondphasen und Mondhäuser. Das ist natürlich für die westliche Astrologie ein Gebiet, was nicht so vertraut ist, aber in indischer Astrologie wird das betont, die Mondhäuser. Also hier in diesem Mondenergie in deiner Geburt hast du die schöpferische Kraft. Reisen bedeuten für dich sehr viel. Du kannst etwas gestalten mit Geschichtlichkeit und du bist sehr klug und du kannst einiges in Bewegung setzen. Diese Mondenergie sagt dir, deine Farbe ist grün. Und die Mondhäuser, das gibt es in unserer Astrologie nicht, aber ich gehe auch in Richtung indischen Astrologie und chinesischen Astrologie, bin ich auch sehr vertraut. Die chinesische Astrologie hat auch Mondhäuser. Und wenn ich diese Mondhaus noch betrachte, das heißt die 100 Sterne, und das bedeutet, diese Mondenergie durch diese Mondhaus noch Angst überwinden, Licht und Klarheit bringen in Dunkelheit. Das heißt, wenn alles undurchschaubar ist, wenn andere Menschen alle zweifeln, wo keiner weiß, wie geht es weiter, dann holst diese 100 Sterne und überwindest deine Angst und bringst Licht. Licht und Klarheit für die Situation. Noch etwas interessant in dein Horoskop. Es gibt ein Lilith-Energie. Was ist das eigentlich? Das ist ein Schnittpunkt im Himmel. Das heißt, Mond kreist sich um die Erde. Mond bewegt sich um die Erde.
Und Mond hat eine Umlaufbahn. Und es gibt einen Punkt, wo ganz nah zu der Erde befindet, und es gibt einen Punkt, wo die weiteste von der Erde aus gesehen ist. Und dieser Schnittpunkt heißt Lilith. Und es ist ein Energiefeld, was auf unseren Gefühlen wirkt. Wir spüren diese Energie. Und diesem Energiefeld sind die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume und die Visionen. Es gibt Tage, wo uns das ganz vertraut ist und wir glauben daran. Und dann gibt es Tage, wo für uns das so hoffnungslos erscheint. Und in deinem Gebot bewegt sich die Mond genau in dieser Richtung, die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen. Und fast erreicht diese Energiefeld, das heißt, Mond ist nur 7 Grad von Lilith entfernt. Das kannst du so vorstellen, dass in deinem Gebot bewegt sich die Mond in ihrem Umlaufbahn und kurz davor, wo dieser weiteste Punkt erreicht hat. Das heißt, diese 7 hat wieder für dich eine magische Bedeutung. Und das heißt, wenn du etwas vorhast und du hast hohe Ziele und hohe Ideale, und dann glaubst du das daran. Du bewegst dich in diese Richtung. Ja, das erreiche ich. Ich lebe meine Wünsche, meine Träume. Und kurz davor, hier zahlt die 7 eine Rolle, also 7 Tage davor oder 7 Stunden davor oder 7 Wochen davor oder 7 Tagen davor, fangst an, daran zum Zweifeln. Also achte mal drauf, wenn du mal etwas vorhast, dass du immer kurz davor, vor das überhaupt eintreffen kann, du machst einen Rückzug. Du ziehst dich sofort zurück. Mal ein Beispiel. Du machst große Hoffnung, dass in die Partnerschaft alles gut geht, alles läuft prima, ihr seid schon so weit, dass ihr verabredet. Und dann entweder 7 Stunden vorher oder 7 Tage vorher, plötzlich bekommst du Panik und ziehst du dich zurück und dann sagst die Treffen ab. Es kann natürlich auch in beruflichen Situationen auch sein. Und du sollst aber in dem Moment, wo du anfängst zum Zweifeln oder dazu neigen, dass du dich zurückziehst, dieses Gefühl überwinden und weitermachen. Und sag, okay, das ist mein Gefühl, wo sagt, zieh dich zurück, nimm die, sag die Termine ab und antworte nicht oder muss das absagen. Wenn du diese Gedanken hast, dich zurückzuziehen, genau in diesem Moment sagst zu dir selbst, nein, ich treffe mit ihm. Ich überwinde diese Zweifel und doch, ich mache einen Schritt auf anderen zu. Wenn du das überwinden kannst, daran liegt dein Glück, weil hier liegt das Glückspunkt. Das heißt, zwischen Mond und zwischen Lilith liegt dein Glück. Wenn du in diesen Momenten nicht aufgibst, und das sind nur Momente in deinem Leben, ein Gefühl, wenn du das überwinden kannst und weiter daran glaubst oder aktiv bist, daran liegt dein Glück, weil du erreichst in dem Moment deine Ziele. Noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt im Horoskop einen tiefen Punkt und es gibt einen höheren Punkt. Die höchste Punkt und die tiefste Punkt. Ich vergleiche die Horoskop immer mit einem Baum. Der tiefste Punkt im Horoskop ist das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, das sind die Ahnen, die Traditionen, die Elternhaus, was uns Sicherheit, Stabilität gibt, wo wir das Gefühl haben, da fühlen wir verankert, da fühlen wir uns sicher, da sind wir verwurzelt und da ist unser Platz im Leben oder das gibt uns Sicherheit. Und von dem Punkt oder von diesem Ort heraus können wir uns wachsen und dehnen und ausdehnen und erreichen wir unsere Ziele. Das ist dann der höchste Punkt im Horoskop.
In diesem tiefen Punkt im Horoskop ist bei dir Jungfrau. Du brauchst diese Ordnung. Du brauchst diese Ordnung, diese Stabilität. Das ist wie ein Boden, auf die du bauen möchtest. Das ist die Fundament. Das ist die Fundament. Und das regelst du ganz klug, wie eine Jungfrau. Sehr kluge Entscheidungen, überprüfst alles, bist sehr nüchtern. Hier träumst du nicht, sondern hier betrachtest die Realität und ganz nüchtern und klug. Und darauf kannst du immer bauen in dein Leben. Aber in diesem Punkt, im Jungfrau, stehen zwei Planeten und die sind miteinander verbunden, also die wirken zusammen. Der eine ist Uranus, der andere ist Pluto und die wirken zusammen, immer wenn du etwas aufbaust, wo du das Gefühl hast, jetzt brauchst du eine Basis, jetzt brauchst du ein Fundament, die erste Stein und dann kannst du das alles aufbauen. Die ersten Schritte und es muss sitzen. Und da triffst du wirklich sehr kluge Entscheidungen, dann kommt die Jungfrau durch. Das ist alles dann sauber. Und Uranus und Pluto. Uranus ist unberechenbar. Kommen Einflüsse von außen, unerwartete Ereignisse. Also du kannst immer damit rechnen, dass gerade wenn du anfängst, etwas aufbauen, dass da unerwartete Ereignisse kommen und natürlich deine Jungfrau-Prinzip werft das ab, weil du damit nicht gerechnet hast. Also du musst neu gestalten alles. Neu gestalten, weil plötzlich irgendwelche Einflüsse kommen, womit du nicht rechnest. Und dann kommen die Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Oft kommt es von heiterem Himmel und dann ist die Jungfrau überfordert. Und dann noch die Pluto dazu. Und Pluto verabschiedet von allem, was stört. Und hier hast du eine wichtige, ich würde nicht sagen Lernaufgabe, das Leben ist nicht nur Lernaufgabe, sondern wir sollen einfach lebendig sein, sondern lenke mal deine Aufmerksamkeit in diese Richtung, damit dir das bewusst ist. Immer wenn du etwas planst, ob das jetzt deine Berufung aufbauen oder die Partnerschaft aufbauen oder dein Zuhause aufbauen oder etwas gründen, eine Selbstständigkeit oder Familien gründen oder ein Haus bauen, du triffst ganz, ganz klare und kluge Entscheidungen. Und es ist alles in Ordnung und das brauchst auch diese Ordnung, weil das gibt dir die Sicherheitsgefühl, da kommt die Jungfrau durch. Vielleicht hast du von Elternhaus oder von Oma, Opa das gelernt von deinen Vorfahren, von deinen Ahnen. Das heißt, das hilft dir auf jeden Fall diese Jungfrau-Eigenschaften, das alles nüchtern betrachten, alles überprüfen, alles berücksichtigen, was da so du brauchst auch. Und das sitzt, ist auch Erde-Element. Das hat Hand und Fuß. Und dann wirkt Uranus und das bringt alles durcheinander, weil dann passiert etwas. Dann passiert etwas, was dich aus die Ruhe bringt. Alles, was du geplant hast, lenkt in eine andere Richtung. Es läuft nicht so, wie du das geplant hast. Und jetzt kommt die Pluto-Energie dazu und das ist die Lösung. Dann beobachtest nochmal, welche Einflüsse kommen plötzlich. Es kommt immer plötzlich unerwartet. Welche Einflüsse sind dazu? Und dann sortierst du. Und entweder ist das gut, dieser Einfluss, und sagst, jetzt habe ich Glück gehabt und ich bekomme Unterstützung und es wirkt noch stabiler und du vertraust es, dann kannst du das einbauen. Oder wenn du das Gefühl hast, naja gut, jetzt misst sich jeder ein und jeder sagt was anderes, hier entsteht ein Chaos, dann verabschiede sofort. Kein Schuldgefühl. Krebs neigt dazu, alles emotional regeln. Ja, niemand verletzen. Hier nüchtern betrachten, ohne Emotionen, mit einem klaren Verstand und sagen, ich habe jetzt was begonnen.
ich möchte etwas aufbauen. Ich habe wirklich die Fundament, die Basis. Ich habe so viel Gedanken gemacht. Ich habe alles geordnet. Es ist alles rein und sauber. Und jetzt mischen sich andere ein. Naja gut, die eine hat tolle Ideen. Damit komme ich klar, das kann ich einbauen. Das unterstützt mich. Aber die anderen, also was stört mich? Und dann brauchst du nicht emotional sein und sagen, oh, ich traue das gar nicht sagen, sonst fühlen sie sich verletzt und dann helfen sie mir nicht mehr, sondern erkennen, stört dich das oder stört dich das nicht. Es gibt kein Vielleicht. Bei Pluto gibt kein Vielleicht. Bei Pluto gibt es alles oder nichts, ja oder nein, schwarz oder weiß. Es gibt kein Wischiwaschi, sondern du sagst dann, das ist gut für mich, das befestige ich. Das unterstützt dieses Projekt, meine Basis. Die anderen Einflüsse, nein, damit komme ich nicht klar, das stört mich und sofort verabschiede es. Ohne Erklärung und sagst, ich habe meine Ideen, ich habe das angefangen, bitte mischt euch da nicht ein. Und so bleibst im Stabilität, in allem Neuanfang. In diesem Punkt, im tiefsten Punkt im Horoskop, im Wurzel des Baumes, in diesem Jungfrau, ist auch ein Stern, was bestrahlt diesen Punkt, dein Wurzel, und der Nebula heißt diesem Stern. Die persischen Astronomen vor einigen tausenden Jahren haben diesem Stern, den Nebula, beschreibt, hier kommt ein Wechsel. Das heißt, es kommt vielleicht ein Einfluss von außen, was für dich gut ist, und du wechselst die Richtung, weil du überprüfst es wie eine Jungfrau und triffst kluge Entscheidungen und sagst, das ist doch ein Verbesserungsvorschlag, das kann ich annehmen, dann kommt ein Wechsel in diese Richtung. Wenn aber andere Einflüsse kommen, wo dich stört, dann musst du auch einen Wechsel und sagen, nein, ich bleibe in diese Richtung, ich lasse nicht zu, dass hier was verändert wird. In der chinesischen Astronomie wurde diesem Stern der Nebula die fünfte Kaiser bezeichnet. Und es ist nichts anderes als die göttlichen Richter und vertritt die göttlichen Gerechtigkeit. Das heißt, sei damit sicher, du bist im Rechten, weil du bist der Schöpfer dein Leben und spüre diese schöpferische Kraft. Vertraue hier die Jungfrau, dass du mit dieser Kraft etwas aufbauen kannst. Wenn da Einflüsse kommen, dann kommt ein Wechsel in deine Richtung und du vertrittst hier deine Gerechtigkeit. Zurück zum Chiron und Saturn. Im Allgemeinen kann ich dein Horoskop sagen, dass du ein sehr schönes, harmonisches Horoskop hast. Und du hast auch Glück, dein Leben schöpferisch gestalten. Achte auf die Basis, dass das alles in deine Richtung geht und dass du kluge Entscheidungen triffst und befreist deine Liebesenergie, weil die Liebe befreit dich, verändern dein Vaterbild und befreie dich selbst. Und alles kommt dann im Fluss. Alles kommt im Fluss, weil du hast wirklich schönes Horoskop. Aber wir Menschen haben immer eine Lernaufgabe oder haben wir einen Punkt, was uns kränkt, jede einzelne. Und bei dir ist wirklich das, was dich kränkt, das ist die falsche Vaterbild, was dir vermittelt wurde oder wie du als Kind erlebt hast. Ändern dieses Vaterbild, weil das zieht sich wie roter Faden und überträgst das in Partnerschaft und im Unbewussten hast das Bild übertragen auf die Männer. Und das kränkt dich etwas. Ist auch karmisch, es sind alte karmischen Erfahrungen und Saturn, die Schicksalsplanet Saturn, erteilt hier eine Lernaufgabe, verändere das. Saturn ist der Planet der Schicksal, Planet der Karma
und Hüter der Karma und erteilt uns Lernaufgabe. Und gerade hier in diesem Wundepunkt, alles dich kränkt in Kindheit von früheren Leben, kommt eine Heilung. Und diese Heilung ist gerade deine Lernaufgabe. All das im Tierkreis zeichnen Fische. Aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder hat auch eine Bedeutung, weil diese Grenzenergie wirkt auf beiden Tierkreiszeichen. Das heißt, Widder symbolisiert den Neuanfang in allen Ebenen. Ein Umzug, ein wohnlicher Neubeginn, wohnlicher Neuanfang oder Neubeginn in Liebe, Partnerschaft. Oder ein Neubeginn in die Arbeit oder unsere Ideen umsetzen im Tat, ist auch ein Neubeginn. All das, was begeistert, das strömt die wieder voran und hat die Energie, das ist die Wiederenergie, zu einem Neuanfang. Das habe ich erklärt, wie wichtig ist die Energiefeld, was wir ausstrahlen, weil mit diesem Energie beginnen wir etwas Neues und die Anfang, die ersten Schritte zählen. Da ist gespeicherte Information drin, so wie Hermann Hesse das wunderschön beschrieben hat, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist dieser Zauberwald, wo wir diese goldenen Fell holen sollen. Und damit können wir unser Leben verzaubern, wirklich, weil mit diesem Energiefeld ist eigentlich, programmieren wir die Erfolg. Und wenn du mit diesen verletzten Gefühlen, was im Tierkreiszeichen Fischen noch ist, machst einen Schritt auf die Wieder zu, weil das ist im Grenzbereich, und hast du diese verletzten Gefühlen und mit dieser Energie beginnst du etwas, das bremst dich. Also achte drauf, bei jedem Neubeginn, wenn du etwas Neues startest, gehst auf die Reise, ist auch ein Neubeginn. Oder besuchst du jemanden, da ist wieder der neue Kontakt da. Oder meldest du dich in eine Schule an oder eine Schulung an, ist auch ein Neubeginn. Oder hast du neue Kontakte. Achte immer auf deine Energie, wenn du da noch verletzten Gefühle hast oder Erinnerungen, was dich wehtut. Dann bring deinen Gefühlen in Ordnung und warte lieber, zieh dich eher ein, zwei Tage zurück. So viel Zeit, wie du brauchst, dann versuch deinen Gefühlen zu transformieren. Keinen verletzten Gefühlen, kein Schuldgefühl, kein Zweifel, keine Angst. Befreie dich von diesen Emotionen und dann übergehst ihm wieder und mit voller Elan und mit Kraft startest das Neues. Und so kommst immer näher zu diesem goldenen Felde wieder. Und hier in diesem Grenzbereich natürlich wieder eine Lernaufgabe. Achte bei jedem Neuanfang, mit welchen Gefühlen du etwas startest. Wenn du mit verletzten Gefühlen startest, dann läuft die Sache so. Das fühlst du, dann kommt noch etwas dazu, wo dich noch mehr verletzt. Also es lohnt sich, darüber mal Gedanken machen. Und genau diesem Bereich, wo Chiron ist, wo uns zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Und hier ist der Schicksalsplanet, wo dir hier massiv eine Lernaufgabe erteilt. Bring deinen verletzten Gefühlen in Ordnung, weil das blockiert dich. Hier kommt auch ein Einfluss von Pegasus. Und Pegasus ist ein Sternbild im Himmel. Pegasus ist der geflügelte Pferd. Natürlich brauchst du die Flügel, dass du fliegen kannst, die Luftelement, die Leichtigkeit. Und ich erkläre auch die Geschichte dazu, mit welcher mythologischen Geschichte begegnen wir mit diesem geflügelten Pferd. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch in die Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen.
Dieser Walfisch dachte, ja, na gut, warum muss ich das machen, was Poseidon sagt, ich mag, was ich will, und befolgte das nicht, was Poseidon gesagt hat, sondern er nahm Andromeda, die schöne Königstochter, und fesselte in einen Felsen. In der Nähe war Medusa, die furchterregende. Jede, wo Medusa erblickt hat, hat Angst bekommen. Und so lebte Andromeda in Ängste gefesselt in diesem Felsen. Bis dann Perseus kam und mit seinem Schwert, was erinnert an Erzengel Michael, mit seinem Lichtschwert schneidet auch die Ängste ab. Jedenfalls Perseus befreite Andromeda von diesem Fesseln und die haben sich verliebt. Andromeda und Perseus haben sich verliebt. Und dann kam Pegasus, dieses Pferd. Natürlich, die Pferd bewegt sich, aber das war ein besonderes Pferd, weil dieses Pferd hatte Flügel gehabt und könnte fliegen. Und die beiden Liebenden sind davon geflogen. Und diese Fliegen, diese Flügel brauchst du. Und da hast du die Heilung. Also Chiron zeigt an, was dich kränkt, nicht nur in Kindheit, sondern im alten Karma. Saturn erteilt dir hier eine Lernaufgabe, bringt da Heilung rein, befreie dich von etwas, auch von deinen Ängsten. Und dann wirkt dieser Pegasus, diesem Sternbild, und da ist ein Stern in diesem Sternbild und heißt Markab. Markab und Sheat, diesen beiden Sternen, Markab und Sheat, bestrahlt diesen Punkt, wo du Heilung brauchst und unterstützen in deine Heilung. Erstes Mal befreie dich von Ängsten. Und Markab heißt Pferdesattel, das ist das Pferd und das ist das Sattel. Nimm die Zügel selbst in Hand, so ähnlich wie bei Schiff Argo, das ist das gleiche Sinnbild. Und Sheat bringt die Richtung. Sheat sagt, lenkt dieses Pferd in richtige Richtung, weil das bringt dir Glück. Übersetzt heißt es auch Fahrzeug. Das heißt, nimm die Sattel selbst in Hand. Bestimme die Richtung, weil diese Richtung, wenn du dich befreit hast von Ängsten und Zweifeln und kommt eine Heilung, bringt dir Reichtum und Glück und du wirst große Plätze im Erde oder auf dein Leben erreichen mit diesem Fahrzeug. Mars ist der Planet der männlichen Energie. Natürlich symbolisiert der Mann, aber wir Frauen haben auch einen Teil von dieser männlichen Energie. Mars ist astromedizinisch zugeordnet zu unserer Muskulatur. Und Muskulatur haben wir Frauen auch und das brauchen wir in unserer Bewegung. Das heißt, Mars unterstützt die Bewegung. Wir brauchen diese Kraft, uns zu bewegen im Leben, aber Mars ist auch die Durchsetzungskraft. Mars befindet sich bei dir im Zwilling, auch in diesem verborgenen Bereich, was ich Anfang erzählt habe. Aber das ist nicht nur deine Kraft im Leben, dich zum Beweisen und Durchsetzen oder dich zum Wehren oder um etwas zum Kämpfen im Leben, sondern auch der Mann. Und Mars wird auch bestrahlt von Orion. Orion ist nichts anderes als der himmlische Jäger. Bis dann Konflikt gerät mit Skorpion. Das war gar nicht so einfach. Orion war ganz eingebildet, dass er alle Tiere töten kann, bis mal die Skorpion gesagt hat, ja, sei aber nicht so eingebildet, Orion. Das kann sein, dass du alle Tiere töten kannst, aber mich als Skorpion bestimmt nicht. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Und die Skorpion hat Orion gebissen und Skorpion hat die Orion getötet. Natürlich hat das auch eine symbolische Bedeutung und das wirkt auf dein Mars-Energie. Etwas muss absterben, damit du in Kraft kommen kannst. Was muss bei dir absterben, damit du diese männliche Kraft
diese männliche Energie spürst, die Durchsetzungskraft, die Überzeugungskraft, dass du alles in Bewegung setzen kannst und natürlich auch die Bezug zum Männer. Ein Teil von die Skorpion oder die Skorpion zeigt dir, etwas muss loslassen, etwas muss aufgeben, damit du in Kraft bleiben kannst. Und da hast du karmische Themen, gerade im Bereich Skorpion. Warum? Es gibt im Horoskop zwei karmischen Knoten. Einmal die absteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Drachenschwanz nennen, alte Karma. Bei dir ist das im Skorpion. Dann gibt es die aufsteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Drachenkopf nennen. Und das ist die Richtung, was fehlt. Ein neuer Weg, etwas aneignen, etwas lernen, weil das fehlt uns, das befreit uns dann. Wir lernen etwas Neues, wir entwickeln uns. Und mit diesem fehlenden Energie fühlen wir dann vollständig. Und das ist bei dir die Stier. Natürlich, diese Skorpion-Eigenschaften sollst du nicht ganz verlassen, weil das ist karmisch gesehen der Bereich, wo du absolut vertraut bist, weil die gesamten karmischen Erfahrungen hast im Bereich Skorpion erlebt. Da kennst du dich aus, da bist du Meister. Aber etwas aufgeben, damit du in Richtung Stier kommst. Und warum hat für dich eine Bedeutung die Skorpion? Weil das ist im Haus des Kinder. Natürlich kann das mit deinen eigenen Kindern auch eine Verbindung stehen, Kinderwunsch oder die Bezug zu Kindern, aber das ist auch dein inneren Kind. Skorpion ist bei dir eingesperrt im Kinderhaus, was dein Kindheit auch zeigt, aber bedeutet auch Kind zu sein im Leben. Das bedeutet, wir müssen im Leben nicht immer alles zu ernst nehmen. Wir dürfen nicht leichtsinnig oder kindisch sein, aber mal erlauben, mal lachen, mal spielen, mal etwas spielerisch betrachten, mal ein Kind zu sein, weil hier liegt die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und das ist hier bei dir im Skorpion. Und da bist du gut, weil da bist du ein Meister. Aber fühlst du dich eingesperrt. Und wenn du die Kindheit bearbeitet hast und dein inneren Kind pflegst und vertrittst jetzt als Erwachsene, Mutter und Vater, und sagst zu diesem Kind jeden Tag, das hast aber richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so glücklich, dass du bist, dass du hier im Leben bist. Stärke dein inneren Kind. Lobe dich täglich, weil das stärkt dich. Du brauchst diese Streicheleinheiten. Dann hast du das alles befreit. Und wenn du dich befreit hast davon und dich bedrückt nicht mehr die Kindheit, diese Kindheitserinnerungen, sondern das kannst du einordnen, ein anderes Bild davon zu bekommen und befreist von diesem Schmerz von Kindheit, dann gehst in Richtung Stier und nimmst dein Leben im Besitz. Das Stier liebt das Leben, die genießt das Leben. Also genieße das Leben und nimm das im Besitz, das gehört zu dir. Dein Schicksal, dein Leben gehört zu dir und das sollst du genießen. Und da sollst du frei sein, frei bewegen. Dann spürst du die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Die alte Karma, Skorpion, was vermittelt die Skorpion? Auch Wasser. Skorpion ist Wasserelement. Wasser aus der Tiefe
von dem Erde, die Inneren von die Erde, dieses Wasser wie ein Brunnen nach oben bringen. Und wenn dieses Wasser von der Tiefe der Erde nach oben kommt, verbindet sich mit allen Elementen, mit Natur, mit allem. Das durchdringt alles und macht lebendig. Die Erde macht lebendig dieses Wasser. Und dann kehrt wieder zurück in die Erde, und das ist der Kreislauf. Die Skorpion ist dieser Kreislauf des Lebens. Und die Skorpiongeborenen, und da hast du die alten karmischen Erfahrungen, das ist ein Fixzeichen, das heißt stabil, unbeweglich, könnte man sagen. Die Skorpiongeborenen können das unbeweglich in Bewegung setzen, weil sie haben das verstanden, alle kehrt wieder im gleichen Ursprung zurück. Das ist nur ein Kreislauf. Sie müssen nur geduldig warten, bis das alles wieder zurückkehrt. Und das ist dieser Wandel und das ist die Essenz der Skorpion. Aber Skorpion ist auch wichtig, die Transformation. Und hier kommt wieder die Pluto-Energie, nur das Bewahren, was wichtig ist, konzentriert in diesem Kraft bleiben, in diesem Kreislauf des Lebens zu vertrauen, dass alles wieder in Ursprung zurückkehrt und hat wieder die Kraft erneuern. Und aber im Kern der Dinge bleiben, weil das ist die Macht der Skorpion. In diesem Haus des Kindes, wo du auch die Themen hast von deiner Kindheit, hat ein Tor, wie jeder Lebensbereich im Horoskop, hat ein geheimen Tor. Und diesem Geheimtor öffnet sich die Lebensbereich. Und auch diesem Bereich, deine Kindheit oder dein inneren Kind, deine schöpferische Kraft in dir, hat auch ein Tor, wie sich das öffnet, das alles. Und das wird bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Unulkalhai. Unulkalhai ist der Herz der Schlange. Und dieses Herz der Schlange hat natürlich eine Verbindung mit Asklepios, mit dem Schlangenträger. Das ist wieder eine andere Geschichte. Und hier brauchst du Heilung. Heilung von deiner Kindheit. Die Geschichte bringt dich vielleicht näher. Deswegen erzähle ich diese mythologische Geschichte. Dieser Chiron, dieser Heiler, steht in enger Verbindung mit Asklepios, mit diesem Schlangenträger. Weil Chiron hat die ganze Heilkunst belehrt, also Asklepios, dieser Schlangenträger, hat die ganze Heilkunst von Chiron gelernt und wurde der himmlische Arzt. Und die Geschichte ist folgendes. Es gab einen Königssohn. Und dieser Königssohn ist in einen Honigtopf reingefallen. Der König war ganz verzweifelt, dass dieses Kind stirbt. Dann haben sie Asklepios, diese Schlangenträger, aufgesucht und gesagt, ja bitte heile dieses Kind. Und Asklepios begann an die Heilung. Und es gab zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich und die andere Schlange trägte die Heilkräuter. Asklepios, dieser Schlangenträger, musste eine wichtige Entscheidung treffen, mit welchem Mittel heilt das Kind. Nimmt die Gift oder nimmt die Heilkräuter? Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und mit dem Heilkräuter hat das Kind geheilt, gerettet. Und hier in diesem Bereich erzählt diese Geschichte, wir müssen achtsam sein, was wir glauben. Ist das eine Lüge oder ist das die Wahrheit? Natürlich eine Lüge ist immer honigsüß verpackt. Dann fallen wir auch in diesem Honigtopf, wenn wir an die Lügen glauben.
Und dann sind wir in diesem Honigtopf drin. Dann sind wir ein Kind. Und dann brauchen wir Heilung. Oder wir treffen die richtige Entscheidung und sagen, nee, auf diesem Gift kann ich mich verzichten. Ich schaue die andere Schlange an, wo die Heilkräuter in sich trägt. Und damit heile ich. Natürlich, das kann deine heilerische Begabung sein. Das kann auch bedeuten, dass deine Kindheit heilen sollst. Aber auch, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und hier, Unul Kalhai, ist die Herz. Hör auf dein Herz. Hör auf das, was dein Herz sagt. Dein Kinderherz. Und dann hast du die Wasser. Dann kommt auch alles ins Luft, weil kommt natürlich die Heilung. Eine gute Unterstützung bekommst mit deiner Merkur-Energie, weil du hast ein sehr starke Merkur im Löwe, sehr, sehr starke Merkur. Und die Löwe symbolisiert auch das Selbst. Und Merkur bringt es in Form, im Ausdruck. Merkur spricht. Merkur ist die Kommunikation. Kommuniziere mit deiner Seele oder bring dein Selbst im Ausdruck, dass das anspricht, dass das auch anderen anspricht. Und wo dieser Bereich, wo sich das alles befindet, das ist der Bereich der Werte und auch die Finanzen. Das heißt, du hast Glück mit Verträgen und Finanzen. Aber hier geht es bei den Werten nicht nur um Geld, sondern es geht auch um dein Selbstwertgefühl. Und das kannst du stärken. Und Löwe ist wirklich stark. Löwe glaubt an sich selbst. Und hier hast du die Werte. Wenn du die Wertschätzung dir selbst gegenüber gibst und verlangst von anderen die Wertschätzung und die sprechen das auch an, das ist natürlich eine ganz starke Energie oder Eigenschaft, was dich unterstützt. Und indirekt hat auch einen Bezug zu Finanzen und Verträgen, so dass du gute Verträge abschließt und das Geld fließt. Ah, jetzt zurück nochmal kurz zu den absteigenden Mondknoten im Tierkreiszeichen Skorpion, das ist die alte Karma, in dein Kinderhaus. Und diese Kindheit, diese Enttäuschungen von Kindheit, auch die rückläufige Neptun hier eingeschlossen in Skorpion, natürlich bedeutet auch die rückläufige Chiron, diese Kindheitserinnerungen oder diese Verletzungen in Kindheit ist nichts Neues. Es ist karmisch. Nur im alten Karma könnte es davon nicht befreien, denn Schicksal hat sich wiederholt. Hier hast du eine Lernaufgabe, hier und jetzt in diesem Leben, das eine Heilung bringen und von diesen verletzten Gefühlen befreien, deine Kindheit zu bereinigen, befreit zu sein, dein Selbst zu leben. Und genau hier, wo die absteigende Mondknoten im Skorpion ist, wird auch bestrahlt oder wurde in deiner Geburt bestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Agena. Dieser Stern Agena gilt als Zeiger und zeigt eine bestimmte Richtung. Und das ist sichtbar im Südhalbkugel. Das ist das Kreuz des Südens und die Richtung zeigt Agena wie ein Zeiger. Schau die Richtung. Entweder ist das Richtung Süden, dass du mehr Glück hast im Süden. Aber das Kreuz des Süden bedeutet auch Themen wie Religion, Glauben an Gott, Glauben an die Schöpfung und Spiritualität. Schau in diese Richtung. Und das ist so karmisch gesehen, kommen bei dir karmische Erinnerungen. Die aufsteigende Mondknoten im Stier, die Richtung, wo du karmisch dich bewegst, ist die Energie, die Freunde und Hoffnungen. Also du hast gute Hoffnungen, ein glückliches Leben zu leben und bist du auch beliebt und wirst du auch Freunde haben. Und die Stierenergie, das Erdenleben wie ein Geschenk betrachten. Nehme das als eine Kostbarkeit in dein Besitz. Die Natur ist dein Vorbild und dein Lehrmeister. Und sag zu dir selbst, ich bin ein großer Künstler meines Lebens.
und von meinem Leben werde ich ein Kunstwerk machen, weil ich bin ein Lebenskünstler und ich genieße das Leben. Und das ist eine karmische Richtung, wo du dich in diese Richtung denkst oder in diese Richtung dich entwickelst. Ich habe schon gesagt, die geheimen Tore, das heißt, im Horoskop gibt es 12 Lebensbereiche, wie auch 12 Tierkreiszeichen, und jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor. Ich nenne das immer als geheime Tore. Und wir schauen an, gibt es Tore, wo bestrahlt wird von Sternen? Manchmal ja, manchmal nein. Und genau das schauen wir an. Aszendent ist dein Geburtsmoment und damit öffnet sich die erste Tor. Das bist du. Ich bin's. Ich bin geboren, ich bin's. Und dieser Tor, natürlich im Krebs, das ist die Energie, was dich bekleidet hat, empfangen hat, aber dieser Punkt wird auch bestrahlt von Castor und Pollux. Castor und Pollux sind die beiden Zwillinge. Dein Aszendent ist Krebs, aber die Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen. Das heißt, die beiden, Castor und Pollux, befinden sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, aber bestrahlen diesen Bereich, wo gerade die Krebs ist, dein Aszendent. Dazu ist auch eine Geschichte. Und ich liebe diese Geschichte. Es gab einmal eine wunderschöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte sich an Leda. Er verwandelte sich ein Schwan und so näherte sich zur Königin. Und dann plötzlich stand vor ihm als Zeus, der Himmelsgott, und Leda wurde schwach und Zeus hat Leda verführt und Leda bekam ein Kind Pollux oder wurde schwanger von Pollux. Das Problem war aber, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Und abends kam der spartanische König nach Hause, ahnte nichts und schlief auch mit Leda. Und Leda wurde von ihr Ehemann auch schwanger und gebar Castor. Das heißt, es waren die Zwillinge Castor und Pollux, aber von zwei verschiedenen Vätern. Pollux Vater war Zeus, der Himmelsgott, und Castors Vater war der spartanische König. Die eine hat eine menschliche Herkunft, das war Castor. Die andere hatte eine göttliche Herkunft und das war Pollux. Und man erzählte, dass die Menschen sind sterblich und die Götter sind unsterblich. Das heißt, Castor musste irgendwann dann sterben, aber die beiden Zwillinge waren ganze Zeit miteinander verbunden und Pollux wollte nicht seinen Zwillingsbruder alleine im Sterben sehen, sondern wollte auch sterben. Und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ich kann meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen. Ich will nicht unsterblich sein. Ich kann nicht weiterleben ohne meinen Zwillingsbruder. Bitte, Vater, lass es, ich auch sterbe mit ihm. Und das hat so berührt Zeus, dass er beide unsterblich gemacht hat und hat beide im Himmel gesetzt. Und seitdem sind Castor und Pollux im Himmel und symbolisieren die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist der Weg zum Schöpfung, das ist der Weg zu unserem höheren Bewusstsein, das ist der Weg zu dem Göttlichen. Und wir sind immer verbunden mit dem Göttlichen, nur mit uns ist es gar nicht bewusst. Und wir brauchen dieses Bewusstsein und dieser Weg zeigen die Zwillinge. Und das bestrahlt den Aszendent. Das heißt, du brauchst eine Neugeburt, bewusst zu sein, vielleicht auch in Verbindung zu deinem Vater wieder. Mit dem Himmlischen, mit dem Schöpfung, mit dem Göttlichen, dass hier eine zweite Identität kommt und dass du damit höher steigst in einem anderen Bewusstsein. Der nächste Lebensbereich, wo um Werte geht und Wertschätzung und Finanzen, befindet sich im Löwe und hier ist auch ein Tor, eine geheime Tor und es wird natürlich auch geöffnet, mit diesem Tor und wird bestrahlt von nördlichen und südlichen Aszelius. Hier geht es um Werten, Wertschätzung und Finanzen.
Und diese nördlichen und südlichen Asterius sind die Esel. Nicht erschrocken, das waren besondere Esel. Und da erzähle ich wieder die Geschichte dazu. Es gab einen Kampf zwischen den Titanen und zwischen den Göttern. Die Titanen waren die Riesen. Bei den Göttern kämpfte Vulcanus, der Feuergott, der Gott der Schmiedekunst und die Waffenherstellung. Und es hat nicht so gut ausgesehen für die Götter, weil die Titanen waren am Gewinn. Und dann kamen die beiden Esel. Die haben gehört zu den Göttern und dann haben sie angefangen zum Schreien. Und dieses Geschrei von den Esel, diesen Ton haben die Titanen noch nicht gekannt. Und sie haben so Angst bekommen von den beiden Esel, dass die Titanen, diese Riesen, sind davongelaufen. Und somit haben die Götter den Kampf gewonnen und als Dankeschön haben die beiden Esel im Himmel gesetzt. Und es sind Sternbilder im Himmel. Und das bedeutet, wenn das angebracht ist, dann darfst du auch ruhig mal brüllen. Und die Löwe kann auch brüllen. Und damit öffnest du den Tor zu deinen Werten. Das heißt, nur wenn das angebracht ist, wenn jemand mit dir respektlos umgeht oder schenkt keine Wertschätzung dir gegenüber, dann darfst du brüllen. Weil damit öffnest du den Tor zu deinen Werten und zu Finanzen. Wenn du nicht brüllst und zulässt, dass die Menschen mit dir umgehen, dann ist dieses Tor wie gesperrt. Dann gibt es nochmal einen Einfluss von dem Bärenhüter, was auch deinen Kindheit einen Einfluss nimmt. Das heißt, den Sternbild Bärenhüter bestrahlt aber auch die Tor zu deiner Kindheit. Und diese Bärenhüter, das natürlich gibt Schutz. Also auch wenn in deiner Kindheit viel erlebt hast und wurdest alleine gelassen, weil der Vater hat euch verlassen, trotzdem ist dieser Schutz da und dieser Schutz vermittelt der Bärenhüter. Und die Bärenhüter schützt, behütet den großen Bär und den kleinen Bär. Wenn wir geboren sind, der erste Atemzug, der erste Moment, wo wir anfangen zum Leben, das ist das Osthorizont, wie ein Sonnenaufgang. Wir erblicken das Licht, der erste Atemzug. Im gleichen Moment ist etwas, was im Westhorizont nach unten geht, wie Sonnenuntergang, geht in unserem Unbewussten. Aber für einen Moment stehen die gegenüber, die erblicken sich andere, sie erblicken sich gegenseitig. Und was hier gespiegelt ist, das ist die Liebe, die Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in dem Moment, wo wir geboren sind, in diesem Moment, bekommen wir ein Bild und wir sehen diesen Seelenpartner. Und dann geht es nach unten im Westhorizont wie ein Sonnenuntergang und das prägt sich in unserem Unbewussten, das Bild ist weg, ist nicht mehr sichtbar, aber in unserem Unbewussten, in unserem Träumen, unserem Sehnsüchten, in unserem tiefen Inneren ist dieses Bild da. In dem Moment, im Geburt, sehen wir das. Und das ist nichts anderes als das Deszendent. Der Tor zur Partnerschaft. Und dieser Tor zur Partnerschaft wird auch bestrahlt von Deneb. Und Deneb hat wirklich einen Bezug zur Liebesgeschichte. Und mit dieser Deneb öffnest du den Tor zur Partnerschaft. Dazu erzählt etwas die chinesische Mythologie.
Es gab ein Hirtenjunge, war alleine, ganz alleine. Seine Eltern sind gestorben. Die Schwägerin hat ihn vertrieben von zu Hause und wurde Hirtenjunge. Und im Himmel war ein Fee. Und diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Und sie haben sich verliebt, verheiratet und haben glücklich gelebt. Und diese Fee wurde Weberin. Und es war Alta Ir, der Hirtenjunge, und Vega, die Weberin. Die waren wirklich sehr glücklich. Bis dann die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als Sonne und Mond, haben das entdeckt. Und dann sagte die Himmelskaiserin, schau mal daher, unsere Fee ist auf die Erde bei den Menschen, aber wir müssen doch zurückholen ins Himmel. Und dann sagt der Himmelskaiser, ja, da hast du recht, wir holen die Fee zurück, er gehört im Himmel. Und die haben die Fee zurückgeholt. Und die beiden wurden getrennt. Tatsächlich, die beiden Sternen, Alta Ir und Vega im Himmel, stehen gegenüber. Und die Milchstraße trennt die beiden. Und die waren natürlich traurig, weil sie haben immer rüber geschaut in dieser Milchstraße, was die Chinesen verglichen haben mit dem gelben Fluss. Und sie konnten sich nicht treffen, weil die Fluss war dazwischen. Bis dann kam der Neb. Und der Neb ist der Hauptstern im Sternbild Schwan. Und dachte der Neb, ah, das ertrage ich nicht, dass die beiden immer anschauen und die Fluss ist dazwischen und sie können sich treffen. Ah ja, da was soll ich jetzt machen? Und dann kam der Neb zu einer großartigen Idee. Der Neb baute eine Brücke aus Schwanen. Damit hat es ermöglicht, dass in dieser Brücke die beiden Liebenden getroffen haben. Und tatsächlich so war das auch. Es entstand eine Brücke aus Schwanen. Der Neb hat es gebaut, diese Brücke. Und in dieser Brücke treffen sich Alta Ir und Vega einmal im Jahr, im siebten Tag, im siebten Mondmonat. Und das ist bei Chinesischen, auch im Japaner, der Tag der Liebe. So ähnlich wie bei uns Valentinstag. Und das ist diese Brücke zwischen den beiden Liebenden. Und diese Deneb bestrahlt dein Tor zu deiner Partnerschaft. Entweder bekommst du Hilfe von außen, dass jemand dir Brücke baut, dass du deine Liebe findest, oder dass dir bewusst ist, du sollst immer auf den Partner oder Wunschpartner, jetzt hast du Partner, immer eine Brücke bauen, das immer ermöglicht ist, dass ihr trifft und diese Liebe ihr genießen könnt. Also du brauchst immer diese Brücke. Oder wird dir geholfen und wird diese Brücke gebaut, dass eine dritte Person dann Unterstützung gibt. Der Bereich deiner Hoffnungen und Wünsche, was du auch leben sollst, weil in diesem Bereich ist auch Stier, wo du eine karmische Aufgabe hast, das zu leben, deine Hoffnungen, deine Wünsche zu leben. Wie öffnest du hier den Tür? Das wird bestrahlt von Vertex und Mirach. Vertex ist ein Knotenpunkt im Himmel, die Andromeda-Nebel. Und diese Andromeda-Nebel, hier treffen viele, viele, viele Sterne in einen Knotenpunkt. Und wenn du erkennt hast, dass du in einem Knotenpunkt bist, wenn es um deine Wünsche geht und deine Hoffnungen geht, aber auch Freundschaften, und hier hast du eine karmische Lernaufgabe erkennen. Jetzt stehe ich in meinem Knotenpunkt in mein Leben. Und hier sind viele, viele Wege. Hier kreuzen sich Wege, wo du sagst, jetzt bleibe ich mal für einen Moment stehen und ich bestimme die Richtung, welchen Weg soll ich gehen. Und dann sind es Umbrüche in dein Leben. Oft stehst du oder immer wenn du Wünsche hast und erreichen möchtest oder Freundschaften aufbauen möchtest, hast du das Gefühl, jetzt stehst du in einem Knotenpunkt und weißt nicht, wie das weitergehen soll.
Aber bleib im Vertrauen, weil nicht nur Vertex bestrahlt diesen Tor, sondern auch Mirach. Und Mirach ist ein Glücksstern und bringt dir Glück, so dass deine Wünsche wahr werden. Mirach ist nichts anderes als der Kopf der Andromeda, diese gefesselte Königstochter, was Perseus befreit hat. Und das ist ein Symbol zum Angst. In dem Moment, wenn du Angst hast, dass du das nicht erreichen kannst, dann bist du wie gefesselt. Aber wenn du deine Angst befreit hast und Gedanken machst über deine Wünsche und Sehnsüchte, Mirach bringt dir immer Glück in dein Leben. Saturn, der Schicksalsplanet Saturn, bringt schicksalshafte Veränderungen. Und das kannst du so vorstellen. Es existiert dieser Plan, dieser Schicksalsweg. Der liebe Gott ist sehr, sehr freizügig. Der liebe Gott gibt uns die absolute Freiheit, mit unserem Schicksal das machen, was wir wollen. Weil wir selbst haben wir die Zügel in Hand, wir selbst treffen die Entscheidungen, wir bestimmen selbst unseren Schicksalsweg. Natürlich haben wir auch Einflüsse von außen, Kindheit, Schule, Erziehung, Gesellschaft. Auch andere Menschen nehmen auch einen Einfluss auf unserem Leben. Es gibt auch Gesetze, was wir einhalten müssen. So haben wir auch Einschränkungen. Das ist das Erdenleben. Aber von dem Göttlichen her haben wir die absolute Freiheit. Aber, und Plan haben wir auch, das ist natürlich die Geburtshoroskop, die Sternen, wie die Sternen standen über uns in unserem Geburt, da ist alles beschrieben. Und das ist ein Abdruck, die Geburtshoroskop ist ein Abdruck davon. Und diese Weisheit kennt unsere Seele und intuitiv wissen wir das auch. Das ist die Intuition in uns. Das ist die Wegbegleiter, leitet uns in unserem Schicksalsweg. Wenn wir aber zu viel Umwege machen oder manchmal in einer Sackgasse sind, dann meinen die Sterne gut mit uns und dann versuchen das bisschen lenken, korrigieren. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie uns ständig überprüfen und etwas vorschreiben, sondern machen eine Korrektur. Und dazu ist zuständig der Planet Saturn, weil Saturn ist der Planet des Schicksals, auch die Karma. Saturn behütet die Akasha-Chronik und da ist unserem Schicksalswege beschrieben. Das ist das Buch des Lebens. Wer jemand die Schicksale und Karma kennt, das ist Saturn. Und er mischt sich ein, zum Glück mischt sich ein in unserem Leben und immer wo sich bewegt, da passieren schicksalshafte Veränderungen. Und gerade bewegt sich Saturn im Steinbock. Und Steinbock öffnet den Tor zu deiner Partnerschaft. Das heißt, es wird Thema sein. Natürlich hier im Grenzbereich befindet sich Steinbock. Das heißt, wirkt auf eine berufliche Situation, auf deinen Alltag, aber auch öffnet den Tor zu Partnerschaft. Und wann hast du diesen Einfluss? Dieser direkte Einfluss von Saturn in dein Lebensbereich Liebe, Partnerschaft, dieser Einfluss kommt im 4. März 2019. Das heißt, im 4. März 2019 öffnet Saturn dein Tor zu deiner Partnerschaft. Das heißt nicht, dass vorher gar nichts passiert, sondern in dem Moment gibt es schicksalshafte Veränderungen in dein Liebesleben. Kommt vielleicht ein Heirat oder andere Einflüsse, auf jeden Fall ändert sich schicksalhaft etwas. Du stehst ganz lange im Saturn-Einfluss in dein Partnerschaftsbereich bis 30. Januar 2021. Das heißt, von 4. März 2019 bis 30. Januar 2021
bewegt sich Saturn in dein Partnerschaftshaus. Und da kommt das alles in Ordnung, weil das ist das Ziel, Saturn das in Ordnung zu bringen, die Sicherheit und Stabilität bringen in dein Leben. Und es wird, ich würde sagen, das führt dich zum Ehe. Ich habe auch dein Jahreshoroskop angeschaut und das heißt nicht von Januar bis Dezember, sondern von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag. Das ist nicht exakt der Geburtsmoment, sondern astrologisch heißt das, wenn die Sonne erreicht, exakt diesen Punkt. Minuten, Bogenminuten, Grad, Gradzahl, Minuten, Bogenminuten, so wie das im Geburtsmoment stand. Das heißt, der erste Atemzug, in dem Moment beginnt dein neues Lebensjahr. Im Regel ist es selbe Tag, wann dein Geburtstag ist, von Juli 2018 bis Juli 2019, also in diesem Zeitraum. Das ist mal die Jahr, dieser Jahreshoroskop, ich habe das nicht ausgearbeitet, aber ich kann dir mal Hinweise geben, was passiert von Juli 2018 bis Juli 2019. Du machst Reise, hast auch Glück im Ausland, du hast Glück in die Liebe, du hast zwar Angst vor Neuanfang, hast auch eine Aufgabe, deine Angst zu überwinden, kann auch ein Umzug sein. Achte auf die Finanzen, weil da besteht eine gewisse Sperre. Also sei bedacht, wo gibst Geld aus, wo investierst du, welche Verträge unterschreibst. Also in diesem Zeitraum spielt eine Einschränkung, eine gewisse Einschränkung in deinen Finanzen. Im Allgemeinen hast du sehr gute Finanzhaus. Aber in diesem Jahr hast du eine gewisse Einschränkungen und achte auf die Finanzen. Und wo du Glück hast, wirklich Glück, das sind die Reisen und Ausland. Liebe Lanuia, das war diese Beratungsvideo, diese Horoskop-Analyse. Und ich wünsche dir alles Liebe. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.